So, danke erstmal, Matthias. Wir holen euch ja alle nochmal nachher zum großen Finale auf die Bühne. Bloß bevor das kommt, wäre es natürlich ganz schlecht, wenn wir nicht noch einen Künstler hier hätten. Und den sage ich jetzt wirklich gerne an, denn mit dem verbindet mich persönlich sehr, sehr viel, weil es ist ein sehr, sehr guter und sehr, sehr langjähriger Freund von mir. Und mit dem habe ich viel erlebt, bin viel rumgetingelt, viel durch die Lande gefahren. Für seine erste CD habe ich mein letztes Geld, weil er schon keins mehr hatte, in den Tank geschüttet. Und dann sind wir zum Fotoshooting nach Wittenberg gefahren. Das war dann das erste CD-Cover. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist, dass ich ihn ansagen darf. Ich sage Bühne frei für Tom Reichel. Schlafen und die Nacht beginnt, und dann bin ich wieder allein. Die Welt ist so groß und ich bin so klein. Niemand ist da, der mir das Glück verspricht. Keiner nimmt mich in den Arm. Und manchmal schlägt mein Herz in mir Alarm. Leb in meinem Traum. Dort find ich mich wieder irgendwo in Zeit und Raum. Ich heb ab und kann fliegen über Meere, durch die Wolken. Mit dem Wind kann mich keiner besiegen. Ja, ich schwöre, ich bin dort, wo alles neu beginnt. Meinem Tag, ohne Morgen und auch ohne Ziel. Und oft frage ich mich, wer ich bin und was ich will. Ich spür immer mehr, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich frag mich, warum gerade ich. Ich schwimm mit dem Strom, doch nie ist Land für mich in sich. Immer wieder an, in einer anderen Sphäre, hinterm Sonnenuntergang. Ich heb ab und kann fliegen, über Meere, durch die Wolken. Mit dem Wind, da kann mich keiner besiegen. Ja, ich schwöre, ich bin dort, wo alles neu beginnt. Hierher zurück. Ich heb ab und kann fliegen
Zeiten werden hart. Weggeschwemmt sind Städte und ganze Wälder. Unser Sternenschiff ist längst auf Geisterfahrt. Lieber Gott, kannst du uns hören? Lieber Gott, kannst du es sehen? Hier langsam untergehen, wie wir lügen, uns betrügen, nur aus Geldgier, Hass und Neid. Lieber Gott, sag uns, wie lang noch, wie lang haben wir noch Zeit? Gesichter voller Angst und Menschen fliehen. Krieg um Macht und dem der Menschen regiert. Ein schwarzer Stein wird seine Bahnen ziehen, wenn der Himmel brennt und die Sonne explodiert. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, wie heißt du denn? Ich heiße Tom. Ich stehe hier dran irgendwie. Stefan!
So. Schön hier zu sein bei euch in Magdeburg. Bestes Wetter, ganz tolle Menschen. Hallo Florian. Musik ist okay soweit. Ich brauche mir die Monitore mal ein bisschen für mich. Technik, die Monitore mal ein bisschen lauter für mich. Ein kleines bisschen. Dankeschön. Super, Dankeschön. Welt reingeboren, keiner hat dich gefragt und dir hat niemand gesagt, lebst du hier im Glück oder warst du von Anfang an schon längst verloren? Du weißt nicht, was wird geschehen und wann musst du wieder gehen? Doch das ist der Lauf, der Lauf dieser Zeit. Nimm es in Kauf, sei allzeit bereit, bereit für den Lauf dieser Dinge, denn du bist dabei. Das ist der Lauf, der Kreislauf der Zeit, von Ewigkeit bis in Ewigkeit, denn alles, was endet, beginnt jeden Augenblick neu. Du siehst dich um und fängst an zu träumen von einer besseren Welt, weil hier schon alles zerfällt. Du hörst, wie die Reichen laut lachen und siehst, wie die Armen was weinen. Doch keiner fragt sich, warum. Und auch der Himmel bleibt stumm. Doch das ist der Lauf dieser Zeit. Nimm es in Kauf, sei allzeit bereit, bereit für den Lauf dieser Dinge, denn du bist dabei. Das ist der Lauf, der Kreislauf der Zeit, von Ewigkeit bis in Ewigkeit, denn alles, was endet, beginnt jeden Augenblick neu. Ach, schön. Guck mal, ja, euch geht's gut. Schön. Ihr tanzt schön. Florian hat mich auf Facebook angeschrieben. Ich kannte ihn gar nicht. Ich sagte, oh, ich hab gehört, du trittst beim Magdeburger CSD auf. Ich will dich sehen. Schön. Wir trinken Bier nachher zusammen. Flori, hi, ich bin Tom. Grüß dich. So, Freunde, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, könnt ihr ein bisschen mitklatschen, ein bisschen mitraven und ein bisschen mit abpoken jetzt. Ich mach die Mega-Poke-Nummer. Quatsch. Der Song heißt Das magische Licht aus meinem aktuellen Album. Come on! Schon auf diesem Stern.
Vielen Dank. Pfeife! Du Pfeife, du. So, RTL ist auch da, also Freunde, kann uns nichts mehr schief gehen. Ich soll in die Kamera singen, hat man mir gesagt, Freunde. Und ich weiß, dass ihr feiern könnt, ich weiß, dass ihr unbedingt mitklatschen wollt. Und ich möchte die ganze Hegelstraße sehen. Kriegen wir das hin? Im Rhythmus. Wow, 2, 3. Scheibe. Nochmal, wir kriegen das nochmal hin, pass auf. Ich lasse das Keyboard lieber spielen. Ich hab keine Zeit für Tränen, hab keine Lust auf Traurigkeit. Nein, ich will mich nicht mehr sehnen nach längst vergangener Zeit. Ein Taifun in meiner Seele brachte Chaos in mein Herz. Doch die Zeit glättet die Narben und heilt den Schmerz. Wir kriegen das noch hin. Denn ich hätte alles neu auf Anfang. Was macht sie hier? Sexy. Ich weiß es, komm zu mir, komm. Natürlich, komm, Mäuschen. Meine Background-Tänzerin, Mrs. Blümchen-Sex, geht los. Ich setz alles neu auf Anfang. Nochmal alles ganz von vorn. Denn mein Flug und die harte Landung machten mich stark und neu geboren. Ich brauch kein Haus, kein teures Auto und Geld ist nichts, was für mich zählt. Ich bin glücklich hier in meiner eigenen Welt. Sehr schön! Bin wieder mitten im Leben und mitten im Glück, mitten drin und mit dabei. Mein Herz fängt an neu zu beben, alles wieder zu
jetzt, dass mein Leben wieder weitergeht. Applaus für Mrs. Blümchen 6. Hier, sie ist gut. Sexappeal, das ist der Sex auf der Bühne heute. So sieht das aus. Krieg ich einen Schluck Bier? Einen Schluck? Prost, Freunde. Aber sehr schön. Wow. Wow. Ihr seid voll im Rhythmus, ich merke das schon. War schön mit dir heute auf der Bühne. Ach, wie heißt du, Mäuschen? Ronja. Ach, Ronja zum zweiten Mal auf der Bühne. Ich danke dir. Ach, du warst da. Applaus für Ronja. Dankeschön. Danke für einen Schluck Bier. Und zumindest jetzt, spätestens jetzt, rastet Magdeburg aus. Ich weiß das. Ihr rastet vollkommen aus. Denn wir singen jetzt alle gemeinsam. Durch Raum und Zeit, nur mit dir allein, nein.
und mit ihm auch. Nahe bei den Sternen sein, wie durch die Unendlichkeit tausend Träume weit. Kurz Stopp. Ja. Mein Sekt, jetzt muss ich meinen Sekt kurz trinken. Und weißt du, was wir in der Zeit machen? Ich habe mitgekriegt, ein Boxturm ist ausgefallen. Was machen wir? Wir drehen einfach die Monitorbox rum, dass die Leute besser hören als ich. Ist egal, ich habe die Rechte. Drehen wir kurz rum, dass die Leute ein bisschen besser hören, wäre, glaube ich, besser. Ja, ein Applaus für Ralf Scheiber, die Monitorbox um. Ja, ist besser. Ich finde, wenn man links nichts hört, wird man rechts nur taub. Also, ich höre auf der, krieg mal hin. So, hat geklappt, Freunde. Und jetzt starten wir mit einem Song. Ja, so ein Song, den, glaube ich, auch alle kennen. Vicky Leandros hat ihn seinerzeit gesungen. Vicky, was, kennst du Vicky Leandros? Nicht persönlich, ich weiß, aber ja, und wenn was Vicky Leandros gesungen hat, hat Andrea Berg nachgesungen. Und wenn Vicky das kann und Andrea kann, dann singt der Tom das auch, liebe Freunde. Und jetzt geht das Ding los. Ist er gar nicht? Sorry. Nee, dann machen wir den nächsten. Das war mein Fehler. Machen wir die 8. Mein Fehler, ich entschuldige mich. Wir trinken Bier. Ich liebe das Leben. Jetzt müssen wir die noch anmachen, die Box. Dann wäre gut. Mich erst recht nicht. Du weißt, ich liebe das Leben und weine ich manchmal noch um dich. Ich sag dir, was dann passiert. Das geht vorüber, sicherlich. Dann nehme ich halt einen Florian, Gott und egal. Mag sein, dass man sich selber
Ihr wart ja spitze. Ihr war. Ah! Hier geht die Polonaise durch Magdeburg, ey. Sehr schön. Das ist sehr schön, Freunde. Juliane Werding, das ist da. Ja, hat Pipi in Augen wieder so ein bisschen? Hat er wieder Pipi in Augen. Vielen, vielen Dank. Sag mal was. Nee, doch jetzt. Hallo, ich bin Ronja. Das ist nämlich die Ronja. Ein Applaus für Ronja. Ronja ist cool. Ich bin 23 und ich suche noch eine Freundin. Maskulin oder feminin. Scheißegal. Wie alt? Ich bin 23. Wie alt soll sie sein? Egal. Egal. Groß, klein? Egal. Also, liebe Freunde, Ronja, hier eine gefunden, super, hat sich erledigt, klasse, super schön. Werdet glücklich, ihr habt meinen Segen. Sie will, willst du, ja. Sie ist Single, auch Single. Sie hat eine offene Beziehung. Das sagt man nicht. Freunde, alles ein bisschen magisch hier, irgendwie fühle ich mich sehr... Sehr magisch, deswegen passt der nächste Song komischerweise aus meinem Album Magie. Der Titelsong, den kennen viele von euch. Das ist wie Magie. Vielen Dank.
Städte glühen. Wir fühlen uns stark geborgen und reich belohnt, weil bei uns Treue, Spaß und Ehrlichkeit wohnt. Du lachst mich an und ich schau in dich hinein. Wir beide wissen, wir sind endlich daheim. Das zwischen uns wird nie in Frage gestellt. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist wie Magie. Wir beide glaubten immer daran, dass wir uns finden irgendwo, irgendwann. Jetzt ist es soweit, denn jetzt heißt es für uns zwei Manege frei. Das ist die Magie, das mit uns beiden. Echte Magie, kein Zaubertrick. Die ganze Welt soll uns beneiden. Wir lieben Liebe, Lust und Glück. Denn du und ich wurden einander bestimmt, weil wir nur zu zweit einfach unschlagbar sind. Wir bleiben vereint, unsere Liebe stirbt nie. Das ist die Magie. Geil ist denn das? Oh, Freunde, eigentlich sind wir jetzt durch. Der CSD ist zu Ende. Wie jetzt? Ach so. Ja, mein Lieber, durch die Zugabe musst du jetzt noch durch. Das muss ich mal sagen. Ich hab nichts mehr. Ich bin durch. Nein. Weil ich dich sehr gut kenne, mein Lieber, weiß ich, dass du noch nicht durch bist. Es gibt immer noch ein paar Titel, die da sind. Nee, Ausziehen kommt später. Wann ist hier die Aftershow? Wo ist die? Im Amo Kulturhaus übrigens. Also, das nochmal gesagt. Ja. Sehen wir uns? Was? Sehen wir uns? Da sehen wir uns auf jeden Fall. Wenn du kommst, uns. Auf jeden Fall. Ich bin da. Wenn ich erscheine. Du hast recht. Das kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir noch machen. Wir machen nochmal, ja, die 11 machen wir. Liebe Freunde, ganz kurz. Ein Song, den kennt ihr auch als eine Ballade. Und aus dieser Ballade habe ich eine kleine Rocknummer gemacht. Eine kleine Techno-Dance-Rocknummer. Ihr kennt diesen Song. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle. Siebenmal wirst du. Aber einmal auch der helle Schein. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Come on! Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen. Aber einmal auf der helle Schein. Oh. Manchmal.
Es war echt richtig geil hier bei euch. Ihr wart echt süß. Und ich hoffe, wir sehen uns nachher irgendwo wieder. Im Amo oder wie das Ding da heißt. Was kostet Eintritt? 8 €. Haben wir doch. So, bisschen Party feiern. War schön bei euch. Und ganz Magdeburg. Singt noch einmal die 7 Brücken. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein. Aber einmal auf der Helle scheint. Tom Reichel, meine lieben Freunde, danke schön, dass du in Magdeburg warst. Komm, wir müssen mal drücken, das machen wir immer. Nach dem Auftritt haben wir das immer gemacht. Und ja, ich sage Dankeschön, dass ihr ihn so schön hier empfangen habt in Magdeburg. Dankeschön, dass ihr teilweise von so weit hergekommen seid. Der hat nämlich Fans aus Dresden und Leipzig mitbekommen. Also das war mal ein ganz schönes Dankeschön an euch, dass ihr mit hergekommen seid. Das bedeutet Tom sehr viel, das weiß ich. Und ich finde es auch toll, dass ihr da seid. Und mit uns hier beim CSD feiert. So, und damit könnte man schon fast sagen, wir sind eigentlich durch, sind wir. Ja, so ziemlich. Nee, nicht, wir sagen es vielleicht noch einmal für alle, die vor einer halben Stunde noch nicht da waren. Nicht vergessen, die Afterparty im Amo ab 23 Uhr, jetzt habe ich fast Silent Night gesagt, Sleepless Night. Richtig. Offizielle Afterparty mit 2-for-1 für Cocktails und Longdrinks, also billig saufen, unbedingt hingehen. Von 23 bis 0 Uhr gibt es also 2 Cocktails zum Preis von einem, da kann man also schon mal schön aufwärmen. Das solltet ihr auch nutzen. Genau. Und bevor wir euch jetzt in eine lange Nacht voll Alkohol und Sex entlassen, möchte ich mich gerne noch einmal für eine Gruppe von Menschen aussprechen, die leider oft vergessen wird. Eine Gruppe, die bei der aktuellen Homopolitik vieler Länder leider meistens hinten anstehen müssen. Homophobe Menschen. Du willst dich für die aussprechen? Ja, weil egal, was sie tun, so sehr sie auch aufstampfen und so sehr sie auch behaupten, ihre unsichtbaren Freunde finden schwulen Sex scheiße, irgendwann kommt der Fortschritt und malt sie platt. Irgendwann kommt der Fortschritt und irgendwann, vielleicht sogar noch in meiner Lebensspanne, würden wir in jedem Land heiraten können, lieben können, wen wir wollen. Und deswegen widme ich den letzten Song für diesen Abend höchstpersönlich Wladimir Putin. Du hast auf meinem Stuhl gesessen, von meinem Tellerchen gegessen. Du hast in meinem Bett geschlafen, alles seitdem wir uns trafen. Oh, als Souvenir hab ich von dir ein riesiges Magengeschwür. Die Welt wär besser ohne dich. Ich frag mich, warum gehst du nicht? Oh, bitte, bitte, spring doch vom Balkon. Egal ob Braunschweig oder in Bonn. Du hast die freie Auswahl, Köln oder Dresden. Was ist denn am nächsten? Bitte, bitte, nimm dir einen Strick. In München oder in Osnabrück. Du hast die Wahl der Qual, Hanf oder Nylon, aus Japan oder Ceylon. Du willst mir in die Töpfe gucken, das heißt mir in die Suppe spucken. Ich krieg schon Pickel im Gesicht, aber das bemerkst du nicht. Jeden Tag denk ich daran, wie ich ihn bloß loswerden kann. Und ich gestehe feierlich, dieses Lied ist nur für dich. Oh, bitte, bitte, spring doch vom Balkon. Egal ob Braunschweig oder in Bonn.
hast die freie Auswahl, Köln oder Dresden, was ist denn am liebsten? Bitte, bitte, nimm dir einen Strick, in München oder in Osnabrück. Du hast die Wahl der Qual, Hanf oder Nylon, aus Japan oder Ceylon. Normal bin ich nicht negativ, doch du machst mich kreativ. Die Welt ist prima, glaube mir, doch besser wär sie ohne dich. Bitte, bitte, kauf dir einen Föhn, damit kannst du dann baden gehen. Es gibt so schöne Bäder, Berlin oder Leipzig. Hauptsache, es reimt sich auf Arschloch. Hauptsache, es reimt sich. Dankeschön. Ja, dankeschön, meine Liebe. Es ist heute für mich wirklich ein sehr emotionaler CSD-Abschluss oder ein sehr schönes Straßenfest hier in Magdeburg. Und ja, jetzt wird es noch emotionaler, denn wir kommen zum großen Finale. So einfach ist es nämlich schon. Wir sind einfach mal durch. Hat es euch ein bisschen gefallen? Das war noch zu wenig, besonders von da hinten. Hat es euch da hinten auch gefallen? Ja, yeah, das wollen wir doch mal hören. So, und jetzt bitte ich mal um einen großen und vor allem langen Applaus für unser großes Finale, und zwar für die Leute vom CSD e.V. Magdeburg, die alle hier mitgemacht haben. Die bitte ich jetzt mal hier vorne auf die Bühne, damit wir dir auch alle nochmal Danke sagen können für eine schöne CSD-Woche hier in Magdeburg und für ein super schönes Straßenfest. Der CSD e.V., sag bloß, ihr seid nur noch zwei Leute hier. Das ist ein sehr doofes Finale eigentlich, oder? Wo sind die denn jetzt halt? Ah, also ich bitte noch alle, die mitgeholfen haben und noch jetzt hier vor Ort sind, nicht gerade im AMO beschäftigt sind, nochmal auf die Bühne. Wir möchten nochmal bei allen Danke sagen, beim ganzen Vorbereitungsteam. Wie gesagt, es waren insgesamt knapp 20, 30 Leute. Die meisten sind jetzt im AMO und bereiten dort noch alles vor und sind gleich für euch da. Nochmal Dank an alle. Bis bald. Ja, danke schön. Und natürlich gibt's im nächsten Jahr. Ja, das ist euer Applaus, Freunde. Da quatscht auch nicht rein. Kinder, schreit nochmal kräftig. Ohne diese Menschen würde es den CSD nicht geben. Applaus! Woo! So, man kann es nicht oft genug sagen. Das ist jetzt vielleicht noch die letzte Chance, würde ich sagen, noch Karten zum Vorverkaufspreis abzustauben, bevor euer Stand restlos abgebaut ist. Also für 8 Euro gibt es noch Karten jetzt für die Sleepless Night im AMO Kulturhaus hier in Magdeburg. Geht dort einfach hin, da treffen wir uns alle wieder, dort machen wir dann eine Big Party. Dann dürfen auch die Leute feiern, die heute, wie Matthias zum Beispiel und viele andere, hier hinter der Bühne sehr, sehr viel gearbeitet haben für euch. Und dann gibt es vielleicht auch noch die Chance für das ein oder andere Gespräch oder was auch immer ihr aus dieser Nacht macht. Sie heißt ja Sleepless Night. Wir beide sagen Tschüss an dieser Stelle. Vielen Dank und feiert noch schön. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr. Danke, dass ihr gekommen seid und Tschüss! Tschüss. So. Be brave, be cool. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Wir sind etwas anders. Etwas schwul. Etwas lesbisch. Etwas politisch. Etwas verrückt. Mitten in der Szene. In Köln. In Hamburg. Berlin. Im Braunschweig. In ganz Deutschland für euch unterwegs. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Brave informiert, klärt auf, hilft beim Coming Out und gibt der homosexuellen Community eine Stimme im TV. Wir sind interaktiv. Multimedial.
Brave, das etwas andere Magazin, auch in eurer Region. Wir sind das größte Fernsehnetzwerk für die homosexuelle Community in Deutschland. Mach mit und sei ein Teil unseres Teams von Brave. Ja, bewirb dich einfach mit einem Foto bei uns und sag uns, was du machen möchtest an kontakt@brave-magazin.de. Sei mutig, denn du bist nicht allein.